Herbst soll im Bundestag ein großes Sparpaket verabschiedet werden. Doch die Kanzlerin verspricht, es wird nicht überall gespart, an der Bildung soll nicht gespart werden. Vorfahrt für Bildung sei das Motto. Wenn man sich aber genau anguckt, ob in diesem Sparpaket wirklich von Vorfahrt die Bildung die Rede sein kann, dann wird man bitterlich enttäuscht. Es geht nämlich nicht um Vorfahrt für Bildung für alle, sondern nur um Vorfahrt für Bildung für die Reichen. Ein Beispiel: Es wird alles dran gesetzt, ein Stipendienprogramm durchzusetzen, von dem ohnehin nur diejenigen profitieren werden, die ohnehin genug Geld zum Studieren haben. Wenn es aber darum geht, eine BAföG-Erhöhung durchzusetzen, die längst überfällig ist und die diejenigen brauchen, die ansonsten sich kein Studium leisten können, dann ist angeblich nicht genug Geld da. Die Behauptung Vorfahrt für Bildung ist also eine glatte Lüge. Und auch deshalb ist es wichtig, gegen das Sparpaket auf die Straße zu gehen und gegen das Sparpaket zu demonstrieren. Die Linke ruft auch alle Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende dazu auf, sich zur Wehr zu setzen und gemeinsam mit anderen auf die Straße zu gehen. Die Linke kämpft für bessere Bildung für alle, nicht nur für bessere Bildung für Reiche.